Die Ibiza-Affäre war mehr als eine psoffene Geschichte und kostete Sebastian Kurz die Kanzlerschaft. Nach 1,5 Jahren im Amt muss er nun mithaften für die Skandale seines Koalitionspartners. Und das sorgt bei seinen Gegnern offenbar für gute Stimmung. Es ist ein guter Tag für Österreich. Die rechtspopulistische Regierung ist nicht mehr da. Gut so. Er hat die Rechte in die Regierung geholt, hat die FPÖ reingeholt. Jetzt hat er die Rechnung bekommen. So einfach ist das. Seit 1,5 Jahren kämpfen wir für das, dass die Regierung weg ist. Vorübergehend übernehmen wird Vizekanzler Hartwig Löger. Hier links im Bild. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte am Abend die Bestellung des 53-Jährigen zum Interimskanzler an. Es ist eine Art Provisorium, bis wir in wenigen Tagen eine Lösung gefunden haben werden, die bis zu den Neuwahlen im September dieses Jahres trägt. Heißt, die gesamte Regierung wird formal zunächst vom Bundespräsidenten entlassen und dann erneut für kurze Zeit bestellt, bis eine Übergangsregierung gefunden ist. Und er könnte bei Neuwahlen im September wiedergewählt werden. Das in die Opposition abgewählt hat mit Stimmen der FPÖ und der Sozialdemokraten, ist für Sebastian Kurz noch lange kein Grund einzuknicken. Ich bin noch immer hier. Als der, der ich bin, als einer von euch, der etwas verändern möchte, ganz gleich, ob mit oder ohne Amt. Denn er fuhr bei der Europawahl ein Sensationsergebnis ein. Mit dem Wahlsieg im Nacken bleibt Kurz auch frisch abgewählt, optimistisch für die anstehenden Neuwahlen im September.